Liebe Freunde, ich möchte Ihnen heute mal zeigen, in einem kleinen Video von dem Nachrichtenportal News, dass unsere islamischen Freunde, die zu uns hereinkommen, ganz genau wissen, was sie tun. Abgesehen davon jetzt von den finanziellen, nein, auch von den demografischen Entwicklungen. Ich will es Ihnen mal zeigen. Es kommt das Intro und dann geht's los. Ja, liebe Freunde, die Moslems, die zu uns seit Jahren hereinwandern, die auch in der Größenordnung von 7, 8, 9 Millionen mittlerweile in Deutschland sind, mit oder ohne deutschen Pass, sind möglicherweise intelligenter als Sie, die deutsche Wohnbevölkerung, oder zumindest einem Teil davon. Denn wenn Sie sich mal, in Schweden läuft es ja genauso wie in Deutschland, mal hier den Vortragenden hören, der über die Situation in Schweden spricht, der sagt, dass es eben in schwedischen Großstädten jetzt schon Bereiche gibt, da denken sie, sie sind in Bagdad oder sonst wo im arabischen Land, nur halt ohne Palmen. Und der jetzige Anteil der Bevölkerung ist so ungefähr 10%. Und da unsere lieben zugereisten Freunde so zwischen 5, 6, 7 Kinder in der Regel bekommen und die schwedischen Frauen und die deutschen Frauen sind gerade wieder auf dem absoluten Tiefpunkt. Wir sind bei 1,3 Kindern mittlerweile. Ist es nur eine Frage der Zeit, bis unsere zugewanderten Freunde in der absoluten Mehrheit sind. Er spricht davon, dass in einer Generation, also in 30 Jahren, Schweden zu 50% muslimisch ist. In Deutschland wird das auch der Fall sein. Und dann rechnen Sie nochmal 30 Jahre dazu. Dann sind Sie bei 75, 80, 85%. Gut, Sie mögen das gut oder nicht schön finden. Ich sage nur, unsere muslimischen Freunde sprechen das aus, was Fakt ist. In Deutschland dagegen wird auf dieses Thema gar nicht eingegangen. Oder ich sage es mal so, da sind eher noch die von mir nicht geliebten Grünen eher auf der ehrlichen Seite, wenn sie dann solche Ansagen machen. Wer war denn das? Welche Grüne? Ich habe es vergessen, müssen Sie mal googeln. Deutschland wird sich radikal ändern. Und ich begrüße das und ich finde das gut und ich kann gar nicht drauf warten. War irgendeine Grüne aus Hamburg oder aus dem Bundestag, ich weiß nicht mehr. Die Grünen wissen ganz genau und auch die Sozis, dass wir uns komplett als Nation verabschieden werden. Möglicherweise werden wir uns schon vorher verabschieden, weil wir natürlich doch so, ich will es freundlich formulieren, sonst werde ich immer wieder gesperrt, dass wir unsere zugereisten Lieblinge ja auch noch derzeit komplett durchfinanzieren. Das wird natürlich irgendwann nicht mehr gehen, weil es nicht mehr zu bezahlen ist. Und irgendwann, wenn Sie die Mehrheit haben, ich sage ja spätestens in 30 Jahren, auch in Deutschland, müssten Sie sie natürlich sich selber finanzieren. Oder Sie halten an die Deutschen wie Leibeigene. Das andere Wort werde ich nicht sagen. Die doofen Deutschen, die dann noch in Deutschland sind und bereit sind, für die Invasoren auch noch zu bezahlen. Also denken Sie nur mal drüber nach und wenn Sie sich jetzt das Video ansehen, okay, bis zum nächsten Video. The Swedish population maintains its negative and the Muslim population maintains, Muslims have, mashallah, the average of what, 5, 6, 7 kids, right? The average, mashallah, that's her secret weapon, I say. If the projection continues, I was told by one of the local councillors there that within one generation, it is very likely that this city will almost be half Muslim. And so the point is, what's going to happen to the majority? Now, finish off on this negative note. You know the Swedish Quran burning. You're hearing this happening, right? I passed by the place where the guy did it. And he did it in a district of Malmö that is 90% Muslim. Everywhere you see hijabis and thobes and beer, the whole city, you're like, where am I? Every falafel shop, you know, is over there. Every shawarma, you know, everything is over there. And you're like, am I in Sweden or I'm in Baghdad or Damascus? Where am I? The entire, you know, subdivision is Muslim.